Ja, hi, Christian Steinmeier, Paterpol, Beziehungscoach. Und jetzt mal wieder Blog rund um an die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, wir haben jetzt hier das schöne Thema. Ja, ich schreibe es mal oben drüber. Ich gehe einfach mal rein. Und ja, es gibt einen neuen Resilienzkurs bei mir. Schaut mal auf meine Arbeit auf liebeschiff.de und nächsten Monat gibt es, glaube ich, wieder Selbstliebe Challenge Advanced am 1. April und die Wohlfühl Challenge. Passt auch sehr gut zum Resilienzkurs übrigens. Lieber Christian, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Vielleicht habe ich hiermit die Chance, dass du mein Anliegen in eins deiner Videos erörtern könntest. Ich bin in den 40ern und war in einer kurzen, intensiven, aber äußerst toxischen Beziehung. Hier war ich der Pluspol, in meiner langjährigen Ehe davor war ich jedoch im Minus. Ich kenne also beide Seiten. Die Toxizität fing eigentlich damit an, dass er mir leider zu Beginn der Beziehung verheimlicht hat, dass er zu einem Großteil seiner Ex-Frauen, es waren wohl nicht wenige, noch ein freundschaftliches Verhältnis mit mehr oder weniger häufigem Kontakt pflegt. Ja, ich würde mal sagen, da hast du jemanden gefunden, der noch seinen Harem hat, ne? Ja, es ist so. Gibt es bei Frauen übrigens auch. Ja, also, wie soll ich mal sagen? Also, dass möglichst viele Frauen am Laufen halten, muss gar nicht sexuell sein, weil man immer wieder Bestätigung und Aufmerksamkeit bekommt, ne? Denkt an die Nebenleistungen von Beziehungen, ne? Sex und Aufmerksamkeit ohne Commitment am liebsten. Das finden halt viele Leute geil irgendwie. Und wenn man sie lässt, dann machen sie das, ne? So ist der Mensch, ja. Jetzt ist natürlich eine schwierige Sache. Jetzt kann natürlich wieder jemand herkommen, kann sagen, Freundschaften sind doch was Gutes. Und ja, in einer idealen Welt, in einer 5D-Welt, wären wir bestimmt, wenn wir die hätten, würden wir alle befreundet sein und alles wäre total easy und locker. Aber da sind wir nicht, ne? Da sind wir nicht. Und das heißt, wir brauchen Regeln, Strukturen und wir wollen natürlich auch nicht verarscht werden, so, ne? Ich meine, klar, wenn jetzt jemand. Aline hat auch männliche Freunde, einen vor allen Dingen. Und ja, das ist alles, weiß man einfach, dass das läuft, das ist alles offen, wir können uns zu dritt treffen und ich weiß nicht was. Ja, aber wenn da ein Riesenberg ist an Frauen und die man auch nie kennenlernen darf und sich nicht zu dritt mit denen treffen darf, das ist immer so ein bisschen der Lackmustest, ne? Wenn man dann sagt, ja, lass uns zu dritt treffen. Oder der andere sogar sagt, hey, ich bin total offen, dass wir uns zu dritt treffen, dass ihr euch mal kennenlernt und du spürst, hast kein schlechtes Bauchgefühl. Klar kann man mit einem anderen Geschlecht befreundet sein und kann das auch in einer Beziehung weitergehen, sollte man dann auch nicht aufgeben, denke ich. Aber das ist so ein bisschen die andere Seite. Aber so wie du das hier schreibst, ja. Nach circa 10 Wochen eröffnet er mir, dass er 2 Wochen zu einer langjährigen Freundin nach Mombasa fliegen wird. Ja, die werden bestimmt nur Halma gespielt haben, bin mir ganz sicher. Halma. Halma und ein bisschen Federball, ganz bestimmt. Für mich ein absolutes No-Go. Ja, das ist, glaube ich, verständlich. Vor allen Dingen, weil du sie nicht kennst, ne? Auch. Das war das erste Mal, dass ich die Beziehung beenden wollte. Ja, also wenn es ein No-Go ist, dann solltest du sie auch beenden. Das ist das Konzept von Standards und Dealbreakern, ne? Und es sollten noch unzählige weitere Versuche meinerseits folgen. Ja, dafür haben wir Machmodul 1, dafür haben wir Standards und Dealbreaker, dass du aus dieser Nummer rauskommst, ein und für alle Mal, ne? Wenn jemand ein No-Go macht, dann ist er raus. Und die Eier oder die Eierstöcke muss man dann haben, dass man es durchzieht, dass man es gnadenlos durchzieht und alles klar, No-Go, frühe Dating-Phase. Oh, Tschüssikowski. Ja, aber gut, ich werde es nicht wieder alles herbeten. Ne? Ich habe keine Kontakte zu Ex-Partnern, da es mir immer wichtig war, eine weiße Weste zu haben und mit meinem neuen Partner ein neues Kapitel zu schreiben, ohne Altlasten, versteht sich. Er hat es aber immer so aussehen lassen, als wäre ich die Intolerante, die keinen Kontakt zu Ex-Partner hätte. Ja, er kann auch denken, was er will. Das ist nicht dein Problem. Ne? Da müsst ihr euch frei machen, was andere denken. Das ist einfach, er hat deinen Standard gebrochen. Hasta la vista. Hasta la vista. Hier ist dein Koffer. Tschüss. Viel Spaß bei deinen ganzen Freunden. Ist doch scheißegal, was er denkt. Es juckt dich nicht. Sollte niemand jucken. Ne? Lass dir da nicht sagen, dass du uncool bist oder so. Ne? Bei ihm wäre es ein Indiz dafür, dass er sich schließlich im Guten getrennt hätte.
Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass er sehr abhängige Frauen gedatet hat, die sich bis heute nicht freigemacht haben davon. Kann auch sein, ne? Das weiß man nicht, ne? Das hört sich für mich eher so an. Im Guten getrennt hätte und er der liebe, liebe, liebe Partner war. Nee, steht hier nicht. Und demnach nichts dagegen spricht, sich in Freundschaft zu begeben. Doch, es spricht sehr viel dagegen, vor allem, wenn es direkt eine Beziehung in Freundschaft übergeht. Das rate ich immer massiv von ab. Also natürlich spricht was dagegen. Klar kann man, gibt es Leute, die mit Ex-Freunden befreundet sind, nach einer Abkühlphase und wirklich alles klar ist und beide haben neue Partner vielleicht. Und aber so, nee. Da hatten wir bereits schon unzählige On-Offs hinter uns. Leute, On-Off heißt, da muss ich eigentlich gar nicht weiterlesen, On-Off heißt nicht kompatibel, fertig. On-Off heißt nicht kompatibel, On-Off heißt nicht kompatibel, On-Off heißt nicht kompatibel. Leute, wenn On-Off ist, müsst ihr nicht mehr suchen. Ihr müsst nicht mehr suchen, was nicht läuft. Es läuft einfach nicht. Es heißt nicht kompatibel. On-Off heißt nicht kompatibel. On-Off heißt nicht kompatibel. Ich weiß nicht mehr, ob ich das sagen soll. Ich weiß es aber nicht. Es heißt einfach nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Er hat mir jedes Mal das Herz rausgerissen. So schmerzhaft war es für mich. Er bot mir oft an, eine Beziehungspause einzulegen, um mal wieder runterzukommen. Das hört sich richtig gesund an. Als ich dem dann irgendwann zustimmte, erfuhr ich dann später, dass er diese Auszeit nicht ungenutzt ließ und begann eine Affäre mit einer anderen Frau. Leute, da muss man, sorry, das muss man gar nichts zu sagen. Das ist einfach eine Rotz-, Drecks-, toxische Beziehung und fertig. Abhaken, next. Menschen sind, wie sie sind, haben ihre Gründe, ist nicht sein Problem, fertig. Damit hat er auch das Ende unserer toxischen Beziehung besiegelt. Für mich gab es danach kein Zurück mehr, da das Vertrauen endgültig zerstört war. Er meinte noch, er soll mit ihm dann gar nicht mehr reden. Dann blocken, fertig. Für ihn wäre es eine selbsterfüllende Prophezeiung, da ich ihm von vornherein nicht vertraut hätte. Ja, aber mit Recht. Sorry, mit Recht. Typische Schuldumkehr. In meinen Augen, ja. Meine Frage an dich ist nun, ist es normal? Nein. Muss ich gar nicht weiterlesen. Ich habe mich immer gefragt, warum er nicht mit den Frauen zusammengeblieben ist, wenn sie sich doch so gut verstehen. Ja, warum wohl? Weil er ständig... Warum wohl? Warum willst du nicht mit ihm zusammen sein? wie siehst du... Also ich bin auch sicher, dass die zum größten Teil gar nicht voneinander wissen. Ne? Wie siehst du das, Christian? Ja, habe ich gesagt. Ich meine, du sprichst ja ständig von Dreiecken, aber wie ist das mit Freundschaften? Das sind Dreiecke hier. Ja. Alles klar, mehr muss man gar nicht sagen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.